Ja, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Gino's World Amadeus 1.5. Was ist neu? In diesem Video versuche ich mal ganz kurz die neuen Positionen zu erklären, dass diejenigen, die das Update erhalten, gleich zurechtkommen. Wir haben ja vorher 2 Registration Banken gehabt, jetzt haben wir 3. Die erste blieb unverändert, nur die Einstellung Amadeus Pack GW, also Gino's World 1.5, wurde verändert, dass da keine Verwechslungsgefahr besteht. Dann haben wir Amadeus Pack 2 1.5 und das Symphonic, die Symphonic Bank. Ja, sind jeweils 10 Registrations, also insgesamt 30. Und wir haben hier gleich, wenn wir auf die Bank 2 gehen, wir schalten gleich mal das erste Preset ein, um alles zu aktivieren, auch diese Regler hier. Und zwar, wir wissen ja, wir haben sogenannte Switch Presets, also das heißt so Dynamic Switch. Wir wechseln von Piano auf Mezzo Forte in der Dynamikstufe. Diese Violine, ich zeige das mal hier in der Übersicht, Registration Bank Edit, wer nicht weiß, wie man da hinkommt, wir gehen auf Registration, wir sind hier in der Registration, wir haben hier ein Menü, wir gehen auf Registration Bank Edit und kommen auf dieses Fenster. Ich habe mir das hier abgespeichert auf den Assignable Buttons. So, wir betreten also praktisch oder drücken dieses Registration Nummer 2 und diese Violine, die kommt, gehen wir mal in den Soundspeicher rein, die kommt von hier auf der Seite, auf der Page 2 und die wurde komplett verändert und auch oder neu angepasst. Der Sample wurde etwas, die Dynamikstufe etwas höher angesetzt. Wir haben hier auch einen anderen Vibrato-Verlauf, weil die klang so herrlich. Und die wollte ich noch etwas verschönern, weil ich sie selber sehr oft benutze. Ich weiß erst dann, wenn die Software fertig ist, wenn die also praktisch die Samples zugewiesen wurden und gemappt wurden, also auf die Tastatur angepasst und ich sitze an diesem Gerät dran und probiere das aus, dann merke ich selber, wie die Software klingt. Manchmal sind es unglaubliche Überraschungen und ich bin völlig überrascht über den Klang. Manchmal bin ich auch enttäuscht. Das gibt's auch. Dann lösche ich aber die Samples. Diese Samples werden nicht weitergegeben, weil die Art und Weise, wie man die dann in der Praxis einsetzt, sind eben, das, manchmal hat man das Gefühl, der Sample wird jetzt gut, aber er klingt hier nicht. Ja? Aber die werden dann gelöscht. Es werden nur die ganz exklusiven Dinge, die mich selber begeistern, die werden freigegeben. Und alles andere landet dann im Papierkorb. So, wir schauen uns diesen Sample mal an. Ich mache hier, ich habe hier den Style, diesen Freeplay-Style drin. So, hier. Ich habe hier in diesem Preset Pack, die in der linken Hand die Violas, Violins, Celli, diese 12 Stück drin und aktiviere hier den Left Hold. Ich mache das in meinen Stücken immer so, dass ich die Lautstärke nach unten ziehe, ich drücke den Akkord, hier auch den Synchrostart und dann ziehe ich mir die Lautstärke so her. Ja. Je nach Spielweise, übrigens ganz wichtig, je nach Spielweise, ich benutze immer ein Volume-Pedal, das würde ich jedem empfehlen, weil diese Presets hier so programmiert wurden, dass die Lautstärken sich nicht darauf beziehen, wie klingt die linke Hand im Vergleich zur rechten Hand, sondern es wurde immer angepasst, weil ich hier mit dem Fußschweller ja aktiv jedes Mal quasi agiere. Und wenn ich jetzt die Begleitung, je nachdem, was ich auch in der rechten Hand spiele, spiele ich einen Akkord mit einem Streichersatz, spiele ich eine Solo-Geige, habe ich hier meine linke Hand drin und passt es hier mal an. Ja, so, und jetzt gleich zur Überraschung, wir gehen auf das Preset Nummer 5. Wir wissen ja, dass wir hier nochmal ganz kurz zum Schluss. Ich stelle jetzt auf die Dynamik-Ebene Mezzo Forte um.
mit dem Schalter hier oder mit dem Stick. Kann ich quasi von dieser Ride 1 Violine, Piano auf die Mezzo Forte Version umswitchen mit diesem Stick. Ja? Wir gehen also zu dem Preset Nummer 5 und jetzt habe ich hier Folgendes gemacht. Durch dieses Umschalten von Ride 1 zu Ride 2 kann ich ja jegliche Effekte, jegliche speziellen Samples einblenden, wie zum Beispiel in der vorigen Version, das schon hier der Fall war. Ja, da kann ich umschalten von dem Sample auf diesen kleinen Dynamics Light. Also er macht praktisch hier so eine Sekunde rein. Ja? Und auf dem Schalter Taster Nummer 5 haben wir dann diesen Quint Light. Also die Violine spielt so. Ich schalte um. Ich bleibe drauf. Und die Violine macht den Quint Slide und hat gleichzeitig am Ende des Slides einen Looping eingebaut. Das heißt, die bleibt als Dauerton existieren. Das heißt also, wenn ich jetzt ein F drücke, dann kommt automatisch natürlich ein G, weil die Quinte von F ist ein G, die Quinte von dem C wäre dann das G und die Quinte von dem G wäre ein D. So, das zeige ich mal hier. In Form die Begleitung dazu. Ja, und jetzt kann ich natürlich jederzeit umschalten, kann die Violine ausschalten. Wieder umschalten. Wahlweise habe ich diese Funktion natürlich auch in dem Fußschalter drin. Das heißt, es wurde schon vorprogrammiert. Wenn wir den Fußschalter mal anschauen, Direct Access auf den Fußtaster, haben wir Modulation Plus. Das heißt, man muss drücken und beim Loslassen geht die Funktion wieder weg. Bei Alt bleibt die Funktion stehen. Also wenn ich hier auf den Assignable Button habe ich das programmiert, Modulation Minus oder Plus. Hier diese Funktion, der Schalter Nummer 1 und dann Alt. Alternate heißt, er bleibt stehen und er schaltet sich nicht kurz ein. Ja? Das wäre praktisch dann für einen Effekt. Das wäre das gleiche wie diese Articulation Buttons. Die übrigens sind nicht belegbar von seitens, wenn jemand den Yamaha Expansion Manager benutzt, hat Yamaha das nicht freigegeben. Das heißt, ich könnte ja solche Funktionen auch da drauf legen, geht aber in diesem Fall nicht, weil die uns das nicht freigegeben haben. Die haben übrigens auch in dem Expansion Manager sehr eingeschränkte Funktionen. Die können mit den Super Articulation Voices wesentlich mehr anstellen, also die Programmierer, wie jetzt jemand, der das praktisch als Drittanbieter tut. Aber trotz allem war der Trick, das mit den Assignable Buttons zu lösen. Ja? Okay, also das wäre jetzt praktisch die Geige. Nochmal ein kleines Beispiel dazu. Wenn man das mal trainiert hat,
auch auf ein Stück mal angewendet hat, geht das eigentlich recht gut. Okay, das wäre jetzt mal zu dieser Dynamic Switch oder diese Quint Violin Slides. Im nächsten Video mehr zu den Erneuerungen. In diesem Beispiel hören wir die neuen Vienna Violins. Das sind auch neue Samples. Wir haben hier auf der Seite 3 komplett neue Samples. Ja, also die Seite 3 ist komplett neu dazugekommen. Die Seite 2, wie schon erwähnt, die Dynamic Violin Piano und Mezzoforte wurde überarbeitet. Hier auf der Seite 3 sind das komplett neue Samples. Dazu mal ein kleines Beispiel. Wir haben hier sehr starkes Vibrato drin. Das heißt, es macht diesen Wiener Sound. Das war jetzt die Violine Fast. Entschuldigung, nicht Fast, sondern Forte. Und wenn ich umschalte auf die Violin Piano, wenn diese Violine kombiniert wird mit anderen Samples, klingt das sehr stark nach dieser Wiener Kaffeehausmusik. Das wäre jetzt praktisch die Nummer 4, wäre diese Vienna Grand Strings. Ich möchte hier mal zeigen, wie so ein Preset entsteht oder wie man das selber einstellen kann. Ich mache hier mal die Right-Positionen aus. Ich wähle hier eben die Violine, die Vienna Violin Piano und mache dann die Forte-Version dazu. Also nicht zu verwechseln mit diesem Umswitchen. Also hier höre ich ja, wenn ich dieses Preset Nummer 9 einschalte, höre ich ja nur die Violine Piano. Wenn ich hier umschalte, habe ich die Forte-Einstellung und normal die Piano-Einstellung, also die Dynamikstufe, weil die umgestellt sind. Und das zeige ich mal ganz kurz in diesem Video. Die sind aufeinander angepasst. Also das heißt, wenn ich jetzt so ein Preset anlege und ich habe diese Violine Piano, jetzt habe ich die in Werkseinstellung und die Violine in Forte habe ich auch in Werkseinstellung. Warum Werkseinstellung? Weil jetzt höre ich beide. Ja? Also ich höre, ich mache das mal mit dem Lautstärkeregler, ich höre die Piano und die Forte Dynamikstufe. So, und die hören wir jetzt beide. Jetzt funktioniert das mit dem Schalter nicht. Wie habe ich das gemacht? Wir gehen auf Voice Edit und gehen auf Controller. Und da haben wir auf der ersten Seite, es gibt 3 Seiten hier, auf der ersten Seite haben wir die Amplitude. Wir gehen hier auf den Right 1 bei Part. Kann man hier oben einstellen, also die Selektoren, die Voice-Selektoren der Parts. Hier gehe ich mit der Amplitude ganz nach unten und jetzt umschalten auf Right 2 und ich gehe mit der Amplitude ganz nach oben. Und jetzt habe ich schon auf ganz elegante, schnelle Art und Weise diese Einstellung, wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe, die Einstellung verändert. Und zwar höre ich jetzt, wenn ich den Right 2 Right 1 ausschalte, höre ich nichts. Ich höre ihn erst dann, wenn ich quasi den Modulations- oder die Modulationsstick nach oben betätige oder eben diesen Assignable-Button. Ja? Im umgekehrten Sinne genauso, ich mache den Right 1 an, höre den jetzt, habe ich den Schalter nach oben oder an, höre ich nichts. Also praktisch wird der deaktiviert und der Right 2 wird aktiviert. Und so wird das gemacht. Ja? Also wenn das jemand mit jeglichen Sounds ausprobieren möchte, auch Werksounds vom ROM-Bereich von Chinos 1 oder Chinos 2, funktioniert genau gleich. Bei beiden Modellen ist diese Funktion drin. Und wir haben hier die Möglichkeit, das umzustellen. Wenn ich quasi wieder rausgehe und speichere jetzt dieses
Registration ab, wird diese Einstellung mit abgespeichert. Ja? Wenn ich zum Beispiel jetzt hier reingehe und ich verändere diese Version wieder, diese Funktion, also ich gehe in den Voice Edit rein, wer übrigens nicht weiß, wo dieser Voice Edit sitzt, im Menü, auf dem Menüpunkt 2, also auf der Seite 2, hier oben. Ich habe mir den nur hier in den Home-Bildschirm reingemacht und dann kann es umgestellt werden. Also die beiden Funktionen können praktisch aktiviert und deaktiviert werden, wenn ich jetzt wieder reingehe hier und tippe den nochmal an und auch den Pforte, dann ist die Funktion wieder deaktiviert. Wir schauen uns das an. Amplitude steht wieder in der Mitte. Chinos fragt bei einer Veränderung hier, und ich gehe jetzt raus mit Exit, fragt er, die Voice wurde verändert. Möchten Sie die speichern? Nein, möchte ich nicht. Man kann das fix abspeichern in dem User-Bereich, in dem Gerät, aber das möchte ich nicht. Ich möchte das ja nur für dieses Registration vornehmen. Wenn man übrigens hier die hier so verändert, also ich mache das hier nochmal und man stellt die hier so ein, switcht hier rüber, macht den da auf voll, also auf 127, dann und man ändert hier wieder diese Funktion, dann fragt er nicht mehr. Ja, jetzt kann das direkt abgespeichert werden. Ich gehe mit Exit raus und es wird abgespeichert. Ja, so, und wenn ich das, wie gesagt, jetzt nicht möchte, ich nehme jetzt wieder die Werkseinstellung und habe hier die beiden Sounds an. Und da können wir sehr interessante Klangfarben machen, weil nicht jeder Geiger spielt ja in einem Sinfonieorchester gleich. Der eine hat ein bisschen mehr Dynamik, der andere weniger. Und so entsteht einfach so ein lebendiger Sound. Der eine hat eben diese Dynamikstufe. Ja, schon ein bisschen, wenn in den Noten drin steht Forte, spielen die alle Forte, aber nicht jeder spielt es genau gleich. Das ist wie ein Fingerabdruck. Jeder Fingerabdruck ist unterschiedlich. Wir haben hier diese Forte-Version. Wenn ich die jetzt kombiniere, je nachdem, was ich hier mache, habe ich schon wieder ein anderes Preset erstellt. Ja? Jetzt gehe ich auf den Ride 3, nehme zum Beispiel hier aus meinem Speicher zum Beispiel diese Violas, Violins, Violas, Cellis, diese 12 Stück raus, mache den Ride 3 an und mache hier wieder eine Lautstärkenabgleichung. Mehr Anteil dieser Vienna-Violin, je nachdem, welche Dynamikstufe, macht mehr diesen Wiener Sound. Wenn ich mehr Streicher reingebe, das kann man dann wieder abspeichern auf verschiedenen Presets und so wird dieser Streicher auch lebendig. Ja? Es kommt viel mehr Lebendigkeit ins Spiel rein. Ich habe hier auch noch ein paar Beispiele für die nächste Zeit. Da werde ich auch wieder Videos zeigen, auch die Registrationen, wer die Registrationen haben möchte, anfragen oder ich gebe sie raus, läuft ja sowieso nur in Verbindung mit Amadeus Violins. Das heißt, die kann man dann runterladen, eventuell auf der YouTube-Seite oder auf der Homepage und dann kann man hier Erfahrungen sammeln. Ja? Also das wäre jetzt mal dazu, zu der Neuerung, die Vienna Violins. Und auf dem Taster Nummer 10 haben wir diese Vienna Grand Strings. Also das kann jeder natürlich immer, je nach eigener Idee quasi, da habe ich nämlich genau dieses Preset hier verwaltet. Allerdings habe ich zweimal diese Piano-Einstellung reingemacht. Da könnte man jetzt eben diese Mezzoforte-Einstellung reinmachen. Dann klingt der noch etwas mehr nach Wien. So, das wäre jetzt dazu die Bank Nummer 3, Symphonic Bank 1.5, ist komplett neu und bedient sich auch wieder ein paar neuen Samples. Und zwar unter anderem haben wir hier ein Sample Orchestra Hit, der sitzt hier auf der Nummer 10 drauf. Wir sehen, der wurde jetzt aktiviert. Wenn ich in die Übersicht reingehe, Full Orchestra, und zwar da gibt es ein Orchester Hit.
wenn ich da jetzt die Streicher dazu schalte, wie es praktisch hier auch einprogrammiert wurde in dem Preset Nummer 10, dazu passt das Preset Nummer 2. Die Nummer 2 hat quasi diesen Werksound. Da habe ich jetzt mal einen Werksound benutzt. Ist ja auch möglich. Der hat hier die Pauke. Und bei starkem Druck hat der ein Piatti-Becken. Und da oben ja, das geht natürlich auch, dass man die kombiniert und zusammen klingen die so. Dann hier. Kann man hier diese Klangfarben schön kombinieren, um zu sehen, was sich aufändert. Die Warm Violins sind neue Einstellungen, neue Kombinationen mit dieser Vienna Violin, dieser neuen Violin. Und das ist praktisch bei der deutschen Nationalhymne, die ich da gespielt habe in den YouTube-Videos, habe ich diese Einstellung benutzt. Funktioniert auch nur, wenn man ein Volume-Pedal dran hat. Also unbedingt empfehlenswert, muss ich immer wieder sagen, ohne Volume-Pedal bekommt man nie so einen Sound hin. Zum Beispiel die Streicher spielen ja genauso. Die Streicher spielen, die schwellen den Sound an. Das ist ein schöner, breiter Teppich. Und jetzt schwellt der langsam an. Es klingt eben nicht mehr nach Keyboard-Streicher, sondern wirklich, das klingt wirklich wie ganz, ganz fette, dicke Orchester-Streicher. So, die Nummer 7, die sind etwas romantischer. Wenn ich in den oberen Bereich reingehe, habe ich wieder dieses Obervibrato dieser Wiener Geigen. Jetzt wieder umschalten auf den Warm. Dann wahlweise. Moment, das war falsch. Ich muss ja hier rein und nicht hier rein ins Display. Ja, so, okay. Gut, das wäre jetzt praktisch diese Einstellung. Die Nummer 8, das wäre praktisch diese Romantik. Entschuldigung, welche war es nochmal? Diese Lonely Violin, das wäre diese Violine Passione oder Violin Passione. Und passt auch ganz gut, wenn man so Sinfonisches spielt. Habe ich auch in diesem Beispiel drin in YouTube. Und jetzt noch zu guter Letzt diese Funktion, die Legato Orchestra Violins. Ja, genau. Also hier jetzt mal ein Beispiel. Wieder die linke Hand dazu. Thank you.
hört man diesen Gleiteffekt. Und da muss ich kurz was dazu sagen. Dieser Gleiteffekt, dieser Portamento-Effekt, das machen die Violinen ja, indem sie eine Oktave oder so diese Töne ziehen. Die fangen also eine Oktave tiefer an und ziehen das, oder eine Quinte tiefer, und ziehen den Sound auf den Zielton hoch. Und da habe ich jetzt mal diese Portamento-Funktion drin von Chinos 2, die neue, die hat sich etwas verändert. Ich muss noch die Presets angleichen für, oder die Registration angleichen für Chinos 1. Ich hoffe, das gelingt mir dort auch, das so einzustellen, weil die Einstellungen sind auch nicht ganz klar. Ich zeige das auch mal ganz kurz. Ich stell mal alles ab und gehe auf diese Orchestral 1 Violine. Und zwar, das ist kein Sample, sondern ein interner Sound in beiden Chinos Modellen vorhanden, Orchestral 1 oder First Violin eigentlich so. Das ist ein super Articulation Voice. Und da habe ich den Portamento-Effekt drauf. Wir schauen uns das mal an. Den habe ich hier auf Common 2, habe ich den drauf, und zwar auf Mono, Portamento On, und hier ein paar Einstellungen. Das kann sich jeder dann selber anschauen, welche Einstellungen da vorgenommen wurden. Und das muss man auch ausprobieren. Das kann man theoretisch gar nicht mal richtig so auseinanderhalten. Das muss man selber ausprobieren, wie sich das dann auswirkt. Aber wenn das jetzt jemand solo hört, dann würde der erschrecken. Und zwar klingt natürlich unglaublich schlecht. Ja, also das kann nicht akzeptiert werden. Und ich war auch, ich habe auch versucht, die auf die Samples zu stellen. Da werden die so schlimm, die Samples, die werden so verändert. Das ist ja auch für einen Synthesizer gedacht, diese Portamento-Funktion für synthetische Klangfarben. Ja? Aber ich habe festgestellt, wenn die zwei, die sehr, sehr echt klingenden Samples da drauf geschaltet werden und man hört ganz leise, subtil im Hintergrund, das heißt, subtil ist es nicht, wenn man da drauf schaut. Ich habe hier eine Lautstärke von 127, während die anderen wesentlich leiser sind, aber die Samples, die sind wesentlich mächtiger, dass man eben mit einer Solo-Violine mehr nach vorne kommt. Also wenn ich jetzt hier dicke Orchester-Sounds habe, da sind die ja sowieso sehr laut, wenn ich auch praktisch einen Akkord drücke, da sind die ohnehin schon laut. Und wenn die Samples jetzt nicht noch lauter wären, würde ich damit wieder nicht durchkommen und müsste dann wieder einen Effekt draufschalten, hier eventuell einen Kompressor oder irgend sowas, und müsste die Sounds zusätzlich lauter machen, und dann wären die Effektwege hier vergeben. Ja? Das wäre schade. Und jetzt geht es weiter. Jetzt, wenn ich es jetzt spiele, so kombiniert, dann klingt es unglaublich klasse. Der Effekt kommt nicht immer, und zwar wurde der ja, da gibt es ja ein paar Einstellungen, dass der auf Dynamik reagiert und so weiter. Also der kommt nicht immer, das wäre ja dann auch ja mit der Zeit ermüdend, wenn immer dieser Effekt, die machen den Effekt ja in echt auch nicht immer. Also das wäre, das, da muss man einfach ausprobieren oder selber etwas verändern. Also wenn man den Solo hört, klingt der unglaublich schlimm. Ja? Also man sieht auch hier, man kann das aber auch mal probieren, wenn man die abschaltet. Wenn macht er den Slide? Ja? Es gibt auch einen Zeitfaktor, also der Time-Faktor, dass man nach einer gewissen Zeit, wenn man es ganz soft drückt, oder ja, dass der praktisch unterschiedliche Slides macht. Und durch die echten Samples, die praktisch links und rechts drin sind, die Lautstärkenverteilung, die richtige, passt diese ganze Sache natürlich so, dass dieser Sound entsteht. Gut, das wäre jetzt mal zu Page 3, also die Symphonic Bank. Es gibt dann noch ein paar mehr Videos, die vielleicht mehr in die Details gehen, je nachdem, wie ich hier vorankomme mit meinen
Einstellungen oder meine Betrachtungen dieser Software, weil die Software ist auch, wenn ich die fertiggestellt habe, immer für mich auch neu und ich muss selber ausprobieren, wie verhält sich die Software bei diesem Stück, bei diesem Titel und bei diesem Titel und welche Geige klingt besonders gut. Auch bitte darauf achten oder bitte bedenken, dass nicht jede Violine für den Solo, für das Solospiel geeignet ist. Und die vielen Violinen, ich habe ja unglaublich viele Samples hier verbaut und die sind nicht alle dafür gedacht, dass man damit Solo spielt, aber sie sind sehr gut für den späteren Gebrauch in den Registrationen, dass man zum Beispiel hier die Registrationen so benutzt und dadurch kommen ja eben solche unglaublich tollen Registrationen zustande, diese Warm Violins, die Romantic Violins, die so wahnsinnig dick und fett klingen und so realistisch. Das entsteht durch die Samples, ja. Und manchmal nimmt man auf dem Ride 1 irgendeinen Sound hier raus und merkt, ah, da kann ich jetzt kein Lied damit spielen, aber in der Registration klingt's perfekt. Okay, das sei zu beachten. Deshalb werde ich auch weiterhin, ich habe wieder ein paar Demos vorbereitet, ein paar Demos zeigen und da dann auch später drauf eingehen und erklären, wie ich praktisch hier vorgegangen bin, welche Registration ich benutzt habe, welche Kombination und welche Tricks. Ja, ich habe da auch in dem im nächsten Beispiel, das wir haben, habe ich auch mal diese Crescendi Chords hier, diese Einstellungen mal benutzt. Kommt nichts, warum? Pad auf Null, okay. Ja, die sind auch mal zum Einsatz gekommen, auch ein interessanter Effekt. Okay, die sind gebaut und der eine oder andere wird vielleicht sagen, ich kann die nicht einsetzen, ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Auch da werde ich Beispiele zeigen. Okay, alles klar, das wäre jetzt praktisch zu Amadeus 1.5. Fragen bitte dann in die Kommentarfunktion rein, werde ich dann bei Gelegenheit beantworten. Und jetzt geht es erstmal an das Versenden des Updates. Also vielen Dank fürs Anschauen und viel Spaß mit dem Amadeus 1.5 Update.